Jeder von uns kommt in Schwierigkeiten, Herausforderungen und bedrängende Situationen. Das könnte beispielsweise am Arbeitsplatz sein, wo es einfach bedrückend vielleicht ist, beim Studium, wo die Herausforderungen so hoch sind, in der Schule, wo auch immer, vielleicht sogar in der Ehe, in der Gemeinde. Und in der Regel ist es dann so, dass es nicht lange dauert und der Feind ist da und legt uns Gedanken nahe, das doch hinzuschmeißen. Rauszugehen aus dieser Bedrängnis, rauszugehen aus diesen Herausforderungen, hinwerfen, weg einfach, lass liegen. Und manche sind jetzt ganz aktuell in dieser Herausforderung. Mobbing vielleicht am Arbeitsplatz, schmeiß alles hin, kündige, lass den hinter dir. Ist es doch alles gar nicht wert, ist es doch gar nicht wert, da sich so verrückt zu machen. Lass deine Verantwortung hinter dir. Lass das, was der Herr dir gegeben hat, hinter dir. Lass deine Bestimmung hinter dir. So sind das Reden des Feindes. In der Bibel finden wir das Beispiel von Nehemia. Nehemia ist hochinteressant. Nehemia ist eine Person, die beauftragt war, die Stadtmauern Jerusalems wieder aufzurichten, die völlig desolat waren. Die Stadt war zwar bewohnt und alles, und der Tempel war auch da, aber die Stadtmauern waren nicht da. Und er wusste, das muss passieren. Und er kommt und organisiert das alles und sofort gehen die Versuche los, ihn davon zu stoppen. Ihn von der Bestimmung, der Berufung, der Aufgabe, die er hat, die er auch übernommen hat, abzubringen. Und da gibt es ein ganzes Spektrum von Versuchen des Feindes, ihn von diesem Job loszubringen. Ja, mit Einschüchterung, mit falschen Informationen, auch mit irgendwelchen, wo man ihm so ums Maul zu reden versucht und ihn so zu fangen versucht. Und eine Sache ist die, dass er mit falschen Informationen dazu gebracht werden soll, zu fliehen, sich zu verstecken, fortzulaufen. Und Nehemias Antwort auf diese Information ist, sollte ein Mann wie ich fliehen? Sollte ein Mann wie ich fliehen? Weil irgendwas da vielleicht Gefährliches kommen konnte? Es war eine Fehlinformation, es war eine Falle. Man wollte ihn in eine Falle locken. Und er hat gesagt, soll ein Mann wie ich fliehen? Ich laufe nicht weg. In der Elberfelder Übersetzung heißt es, ein Mann wie ich sollte davonlaufen? Ein Mann wie ich sollte davonlaufen? Ich glaube, dass das für einige von uns genau das Wort ist. Bist du jemand, der davonläuft? Aus der Verantwortung, die du übernommen hast? Aus der Position, die du übernommen hast? Vielleicht ist es genau die Information, die du hören musst, dass Gott dir sagt, wirf es nicht hin, gib es nicht auf, gib die Ehe nicht auf. Vielleicht bist du gerade vor dem großen Durchbruch, für den du so lange gebetet hast. Gib dein Studium nicht auf. Gib deine Firma nicht auf. Vielleicht bist du gerade vor dem großen Durchbruch. Gib deinen Arbeitsplatz nicht drauf wegen dem Mobbing. Gib es nicht auf, sondern bleib dran. Vielleicht bist du gerade vor deiner Beförderung. Der Feind versucht uns gerade immer dann auch besonders zu attackieren, wenn der Herr etwas Gutes für uns geplant hat. Und für einige von uns gilt das Wort, gib nicht auf, lauf nicht weg, fliehe nicht. Es ist nicht der Zeitpunkt. Jetzt ist der Zeitpunkt zu stehen und zu sagen, hier hat der Herr mich hingesetzt, hier hat er mich positioniert und hier bleibe ich. Hier mache ich meinen Job mit der Hilfe des Herrn. Und die Dinge werden sich zum Besseren wenden, die Dinge werden sich verändern. Lauf nicht weg. Sage zu dir selber, ich bin ein Mensch, der nicht flieht. Ich bin ein Mensch, der nicht davonläuft. Ich bin ein Mensch, der mit dem Herrn das ausrichten wird, wozu er mich hier eingesetzt hat. Ich bin sicher, Gott hat mehr für dich.